erwartet sie das, was man ja im besten Sinne oder im, ja, im Wortsinne auch als Porträtgalerie bezeichnen kann. Porträt, das kommt vom lateinischen portrahere und heißt hervorziehen, ans Licht bringen. Das heißt, die Aufgabe des Porträts ist es, den so Dargestellten zu charakterisieren. Das bezieht sich erst einmal natürlich auf äußere Merkmale, dass wir ihn wiedererkennen äußerlich. Es bezieht sich aber durchaus auch auf charakterliche Eigenschaften, auf soziale Attribute, seine gesellschaftliche Stellung zum Beispiel. Und das hat auch ganz viel mit der Geschichte zu tun. Diejenigen, die mich kennen, wissen, es gibt immer auch was Kunstwissenschaftliches, im wahrsten Sinne des Wortes, sprich Kunstgeschichte. Und ich habe Ihnen da mal was mitgebracht. Das Porträt war ursprünglich reserviert für Herrscher. Also das heißt, Porträts waren in den Ursprüngen Darstellungen der Herrscher, der Herrschenden, Darstellungen von Heiligen, von Gott oder Göttern, je nachdem, welcher religiösen Fasson man anhing. Und das hat sich sehr, sehr lange gehalten. Denn der Mensch als solcher war nicht wichtig. Der wurde als nicht abbildungswürdig erachtet. Das hing natürlich damit zusammen, dass die Kunst, auch das merken wir heute manchmal an bestimmten Stellen, sie macht Spaß, aber auch viel Arbeit, wie Karl Valentin mal gesagt hat, und sie kostet Geld. Ja? Das heißt also, wenn ich ein Porträt haben will, dann war das früher üblich, das gab man bei einem Künstler in Auftrag, man musste dafür bezahlen. Das konnten sich naturgemäß nicht alle Menschen leisten. Das war so. Das änderte sich im Grunde genommen ein bisschen erst mit Erfindung der Fotografie. Und im Zeitalter des Selfies brauche ich das, glaube ich, nicht weiter zu erläutern. Wir werden quasi überschwemmt mit Porträts und mit Selbstporträts. Trotzdem, da auch das Selfie ist ganz wichtig in dieser Gattung. Denn wenn wir genau hinschauen, dann sagt es uns immer sehr viel auch über denjenigen, der sich da selber darstellt. Und das ist natürlich auch hier in diesem Fall bei diesen Porträts so, dass wir eine große Vielfalt von Menschen haben, die sich uns präsentieren. Wir haben natürlich Prominente, die wir erkennen, jedenfalls die Älteren von uns. Ich glaube doch, alle Anwesenden können sich daran noch erinnern. Und an den können sie sich auch noch alle erinnern, denn der ist ja gerade erst verstorben. Helmut Schmidt. Ja. Das heißt eben, wir haben heute sozusagen eine Demokratisierung dieser Bildgattung. Wir haben heute eben einen Fokus innerhalb der Kunst, der auf alle Menschen, auf den Menschen an sich gerichtet ist und nicht mehr nur auf die Inhaber bestimmter Positionen oder bestimmter Funktionen. Und da ist natürlich ein großer Wandel eingetreten durch den Einfluss der Renaissance. Ich habe da nochmal ein Herrscherbild von Albrecht Dürer gemalt, Kaiser Maximilian. Und Sie sehen jetzt natürlich hier das, was mit dem Einfangen der gesellschaftlichen Position gemeint ist, wenn Sie sich diesen Herrn anschauen, der in einem unglaublich üppigen, kostbaren, samtglänzenden Gewand mit kostbarem Zobelpelzbesatz. Da ist schon völlig klar, das kann kein einfacher Mensch sein. Schon durch diese wenigen Attribute macht uns der Künstler klar, das ist ein ganz spezieller Mensch in einer besonderen Rolle. Dann taucht natürlich hier oben noch das kaiserliche Wappen auf, das zusätzlich als Agraffe an seinem Hut auftaucht. Und es ist noch eine Inschrift beigegeben für den Fall, dass wir es immer noch nicht begriffen haben. Ja, das ist also eine ganz typische Herrscherdarstellung in dieser Zeit. Zugleich, derselbe Albrecht Dürer geht her und zeichnet seine Mutter. Und wenn ich Sie jetzt frage, welches dieser beiden Porträts ist ergreifender, berührender? Ich glaube, Sie sagen alle die Mutter. Es ist einfach eine sehr persönliche Darstellung. Es ist eine Frau, gezeichnet vom Leben, eine alte Frau, jede Falte spricht zu uns, eingefallen.
Perlen, Hager, anrührend, so wie sie uns hier präsentiert wird, sehr persönlich. Da ist diese emotionale Verbindung da, die spürt man, die der Maler hat zu diesen Modellen. Und es tritt in der Tat dann eine Zeitenwende ein, weil die Künstler anfangen, verstärkt sich dem Menschen als solchen zuzuwenden und dann auch den Menschen natürlich entdecken in seinem Leben. Da habe ich ihn Pieter Bruegel, der sogenannte Bauernbruegel. Das war der Erste, der hingegangen ist und einfach Dorfszenen, und zwar mit ganz normalen, ganz gewöhnlichen Menschen, eingefangen hat und denen sozusagen seine Kunst auch gewidmet hat. Natürlich hat er einen kleinen Hintergedanken gehabt. Er hat solche Dinge auch immer als Gleichnis verstanden. Also wenn die hier sitzen und so üppig essen, wenn man sich mal klar macht, wann das war, so im 15., 16. Jahrhundert, diese Darstellungen, die dann entstehen, das üppige Bauernmahl, wenn man sich klar macht, was das für eine Zeit war, dann ist das nicht der Normalzustand. Es grenzt schon ein bisschen an Luxus, an Völlerei. Und das war auch durchaus von ihm so gedacht, auch zum Teil als Warnung, so nach dem Motto, Mensch, bedenke, ja, das ist hier etwas, was du nicht als Alltag betrachten darfst oder was du nicht dir zur Regel machen solltest. Aber er ist immerhin derjenige, der wirklich seinen Blick wendet auf den einfachen Menschen. Und das geht dann weiter im 19. Jahrhundert, da kommt dann die Arbeitswelt als Thema, und zwar autonom, ohne jeden Vorwand. Da geht es nur noch um die Darstellung der Arbeit. Ich habe hier die Erdenleserinnen von Millet mitgebracht. Die gibt es übrigens auch als Gemälde. Das ist eine Vorzeichnung, die er dazu gemacht hat. Und da kommt jetzt die Arbeitswelt des einfachen Menschen in den Blick. Und das heißt, das, was wir heute als Realität bezeichnen, das kommt in den Blick. Und das geht dann später so weit, Sie merken, das ist jetzt richtig ein Ritt durch die Kunstgeschichte, dass wir dann mit den Expressionisten, ich habe hier einen Otto Müller, anfangen, uns auch jenen Gruppen zuzuwenden, die gemeinhin als Randgruppen der Gesellschaft betrachtet werden. Ja, in diesem Fall eine Zigeunerin mit ihrem Kind. Er hat es übrigens Zigeuner Madonna genannt. Hat er mehrere Darstellungen mit diesem Titel. Diese innige Verbindung zwischen Mutter und Kind. Und das heißt, wir öffnen den Blick, wir haben wirklich da eine Demokratisierung in dieser Bildgattung, wir öffnen den Blick für den Menschen an sich, das Menschliche an sich. Und das ist natürlich auch unter dem Einfluss zum Beispiel des Humanismus geschehen, dass das sich entwickeln konnte. Und dann sind wir in der Tat dort angekommen, wo uns diese Bilder entgegensehen. Das heißt, wir haben eine Reihe, wo Menschen, verschiedene Menschen nebeneinander gestellt werden, unabhängig davon, wer sie waren, wer sie sind und was sie waren und was sie sind, sondern sie stehen gleichberechtigt nebeneinander als Menschen. Und dieses Thema Mensch ist ein ganz zentrales für uns heute. Es ist ja so, dass natürlich auch in anderen Zeiten es Katastrophen gab und Krisen, aber wir sind heute in der Situation, dass wir dank der Medien sehr viel darüber erfahren, viel mehr als uns oft lieb ist. Und vielleicht ist in diesem Zusammenhang, und jetzt möchte ich mit Ihnen noch in den Flur gehen, eine Darstellungsform, ein Motiv der Kunstgeschichte sehr erhellend, auf das ich zum Schluss eingehen möchte, oder als Vorletztes.